Justus. Guten Morgen. Hip. Achso, ich bin dran mit der Einleitung, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Wules, was auch immer, oder Blendfeuer, was wer immer, ich vergiss das immer, irgendwas mit Blenden, Let's Blend, immer einfach los. Was weiß ich. Genau. Best Intro ever. Wules. Die Küste ist eine sehr schöne Merkung, wir haben ganz viele 1C und diese 1C sind ganz schön klein. Ja, versteht absolut jeder, ja. Fahren um und gehen mir auf den Sack und dann versuchen mich zu töten. Also im Endeffekt kann ich eigentlich ganz kurz sagen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Effect Feuer. Also es war nicht so schwer gewesen. Das war so funny. Aber beim Hippie ist es immerhin so wie beim Biede, viel Text und wenig Inhalt. Hey, bei mir ist nochmal... Ja, aber der Inhalt, den Inhalt behaltet man dann wenigstens auf mindestens eine Stunde. Also. Der wollte da was lustig sein zu Inhalt jetzt, ja. Nein. Ich muss Matthias noch kontaktieren, der soll mal ein gescheites Cover für Let's Effect Feuer machen. Ihr werdet es dann eh schon beim ersten Teil sehen, aber da wir das ja alles in einer Session aufnehmen. Frage ist, wo ist der Kerl? Beziehungsweise hat einer von euch Bock, mir da ein gescheites Cover zu schrauben, oder muss ich selbst meine unglaublichen Gimp-Skills einsetzen? Okay, man könnte jetzt entweder sagen, wir sind unglaublich cool oder unglaublich seltsam, dass wir an einem Samstagabend nichts Besseres zu tun haben. Wir haben nichts verstanden. Wule, das soll schön ausschauen, mach's nicht du. Ja, dann. Uff, woher kommt der? Wo fährst du hin, Mel? Andere Richtung. Mel! Ja. Gut. Dann nimm's mit der Entfernung! Er hat schon 3% verloren, er ist schon fast tot! Ja, ich hab ihn schon angegriffen. Der schaut ja auf mich! Ja! Du, aua! Erst, vermissen den Schussfeld! Ich sag's aber so, du solltest ihn langsam umdrehen. Ich hab nicht gedacht, dass er hinauf kommt. Der war begabt, Niki. Ich weiß, ich bin begabt. Wuhu! Es gibt's ja nicht, aber das ist ja undurchdringlich. Der ist im Arsch. Ja, Gott sei Dank. Oh, Entschuldigung, Heider, da habe ich getroffen. Ich wollte noch einmal schießen. Nummer 1 geht an die 1Cs. Ja, Nummer 1. Nummer 2 und 3 auf. Aber jetzt haben wir Westwind, jetzt will ich gewinnen. Jetzt stellen wir uns alle auf die Brücke, der schippt uns ab. Boah, ich hab einen super genialen Idee, Einfall bei der Brücke für die nächsten 10 Dinge. Und zwar, wir stellen uns alle so keilförmig auf und dann fährt der schwere Panzer in der Mitte durch, das ist dann Ballett, weil die alle immer so synchron ins Wasser springen. Panzerballett. Wir können noch freiwillig reinfahren. Nein, es muss schon eingeschoben werden, das ist dann Panzerballett. Okay, wir brauchen einen breiten Panzer. Tiger 2? Ja, irgendwas extrem breites auf jeden Fall. Er ist komplett breit. Und der Kamerabonzer, der BT-7, fährt fuhren im Rückwärtsgang. Oh ja. So entstehen übrigens Ideen für die 10 Dinge. Ja, wir sind komplett doof. Man macht hochkomplexe Sachen wie Let's Effect Feuer. Und freut sich an der Kadenz der Mauser. Oder wie heißt die Kanone? Mauser, ja genau. Mauser, ne? So. Ich bin gar nicht so doof, wie ich aussehe. Ich bin der Ober. Du solltest mal eher sagen, du siehst dümmer aus, als du wirklich bist. Badumts. Es ist zutreffender. Ja. Aber dank unserer unglaublichen doofen Hilfe hat der Bulle jetzt dieses Badumts perfektioniert. Vor allem doofen Hilfe, mit einem EU. Fahrt hier rechts, Saufe. Ich fahre immer rechts. Oh, scheiße, der ist links. Rieder. Ja. Brauchst Erfahrung? Das alleine schaffst du es auch. Ja, genau. Eins, zehn. Jetzt mein Stützpunkt einnehmen oder was? Ja. So schau mal aus. Nobody quaxicotes you, nobody cooks. Cooks? Nobody likes Quoxy you. Quaxicotes you. Ja.
Ah, jetzt wendest du die Steigung, damit wir langsamer werden. Auch eine nette Idee. Und leider bringt es nichts, wenn wir jetzt alle da sind. Wir sind da! Geht schon, Wule. Ja. Yes! Er ist survived. Schön Einschuss! Yes! Also ausgehört wie ein Schneidbrenner. Muss ich schon zugeben. Und das dritte. Das muss ich gewinnen. Das hilft nichts. Ja. Okay, das dürfte interessant werden. Er ist verzweifelt. Was kommt jetzt? Und eine Waffe. Bitte? Irgendwas spielen wir jetzt immer noch den selben Panzer oder irgendwas anderes? Ja, immer noch das gleiche. Es sind immer 3 Runden pro Folge. Achso, okay. Weil er ist verzweifelt und hat eine große Dirtgun. Bock! Der Schiss, der sieht das doch Parallelen zum ist, Real Life. Richtig. Warte mal, war das noch kurz? Kurz und dick. Na, kurz oder dick, genau. Kurz oder dick oder long oder dünn. Ja, long oder dünn, ja. Entweder long oder dünn oder kurz oder dick. Also was, irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist irgendwie so gescheit, wenn man so Kombinationen so... Egal. Ja, kurz und lang. Ja, was der Diskussion Länge kurz und nicht lang, genau, das kurz und lang Ausdauer muss es sein. Stisch. So, für alle, die es nicht kapiert haben, er redet von seiner Nase. Genau. Denn wie die Nase eines Mannes, so ist ein Mann. Sprechen über den Riechkolben. Über den Kolben, ja. Na, der geheime Sitz des männlichen Gehirns. Du hast wieder mal keine Ahnung. Mann, Niki, schaust du jetzt nicht? Alter, was so gegen euch angepäppelt. Das hat ja wohl weh getan. Es braucht viel Können, über einen Bahngeist zu fahren und sofort den Stein zu finden. Ja, das glaube ich ja. So habe ich auch skaten gelernt. Verstehe. Du hast einen Stein gefunden. Vor allem beim Bahngleis. Was ist denn das für ein Loch da hinten? Schnell, können wir von oben reinschießen. Servus. Ciao. Servus. Ciao. Was mich wieder wundert ist, dass er nicht verreckt. Maria, ja. Der Heiler nutzt das wieder eiskalt aus. Oh. Leider war er damit gedacht. Nein! Oh, er hat verfallen. Yes! Der wird nachgeladen haben. Ja, es ist nicht mehr, wo du hinschießt, das ist das Schöne dran. Das Schöne ist, ich durchschlagen da irgendwo auf der Seite, aber wo? Ach, ich schieße ihn. Nein, ich durchschieße ihn genau auf diesen Bewegungsteil zwischen Turm und Pfanne. Da ist er auch. Au, was tut er denn? Halt die Sau. Na gut. So, das war's, dem verloren, jetzt bin ich traurig. Passt, Leute. Oh. 97 Treffer und 6 Schaden. Nicht das ist eine Runde Mitleid für einen Hieb. Oh. Und damit bis zum nächsten Teil, Leute. Tschüss. Ciao.